So, dann holen wir mal den Speer raus und dann geht's los. Mit guter Laune in den Start, in den Tag, ne? Und so, in den Start, ja. Das auch. Gut gelaunt in den Tag rein starten. Da sind wir dabei. Jetzt piesen wir jetzt mal lang. Ja, na dann, komm mal her. Eiskalt. Ja, ja. Zack. Oh, alle. Hopp. So, dann werden wir mal da hochgehen. Und dann werden wir mal dort das Fernglas benutzen. Dann schauen wir mal, was passiert, ne? Hindernisparcours hier, links, rechts, links. Erschrocken eben. Level 6. Macht denn diese Level 6 Unglück? Was machen wir denn hier? Stärke. Fallschaden und Verletzungen werden um 50% verringert. Ja, ein bisschen was haben wir ja nur, ne? Farm haben wir noch ja nicht, aber ist klar, wenn wir noch nicht gefarmt haben, macht ja Sinn. Da sollte man eine Fackel anmachen, ne? So, oh, ein bisschen dunkel hier hoch. Ja, ja, bleib mal locker. Bleib locker, habe ich gesagt. So, hier gehen wir jetzt geschickt außen rum. Und weiter die wilde Reise. Oh. Ah, ja. Halt. Nö, Segel. Ging hier nur nach oben, ne? Geht's nicht? Dann weiter einfach mal oben. Nein. Da müssen wir hier lang. Ja. Ja. Ach, hör auf.
Gegner können wir wirklich mal reinnehmen, ne? Wir müssen von dort zurück hier. Stein. Nee, das lass mal lieber sein. Oh, weht ein strenger Wind hier rum, ne? Was ist da los? Yep. Ah, Skorpione. Retten, kleine Skorpion, retten. Kleines Skorpion. So, dann müssen wir hier. So, zum Observatorium. Das ist ja der Ding. Zum richtigen Zeitpunkt. Was heißt denn der richtige Zeitpunkt? Am besten tagsüber, ne? Sicht wird schlecht, hat schlechte Sicht. Ist ja besoffen. Guck dir das mal an, das ist doch eine prima Sicht. Wir noch weiter nach oben. Können wir überhaupt da hoch? Und wir sollten die Fackel ausmachen. Ist klar, verleih's mal runter. Hm. So, die Tafel hatten wir ja. Was ist das hier? Hm. Ein großes Runde ist nichts. Nichts. Santa Maria. Lass mir raten, wir haben den Spiel schon ein bisschen was vorgegriffen. Was sagt der Journal dazu? Dank der Notiz des Matrosen der Santa Maria erfuhr ich von Schicksal des Schiffes. Ich werde versuchen, das zu finden, was dort übrig ist. Dokumente. Dokument ansehen. Dokument und jetzt eines. Segle in die
Büffelregion. Die Santa Maria ist eine andere Region der Insel Kuba. Um dorthin zu segeln, muss ich auf Expedition gehen. Karte, Weltkarte. Korde? Weltkarte. Unbekannte Region. Da müssen wir dann bestimmt hin, ne? Oh. Alles klar, dann würde ich jetzt mal sagen, erstmal ab nach Hause. Nochmal fit machen. Gucken, dass wir hier noch Zeug bei haben und dann machen wir uns mal auf 30, ne? Oder fehlt uns hier noch irgendwas auf der Karte? Und hier mal noch einen Trank angezeigt. Warum? Oder gibt es hier noch einen Trank, den ich noch nie gefunden habe? Ja, richtig clever. Oder gibt es hier noch ein Tränkele irgendwo? Irgendwo was verstecktet? Lampenöl. Da war einfach Lampenöl versteckt. Du ahnst es ja nicht. Hä? Hm. Oder ist da rum drauf irgendwo was? Ich bin ja schon ein bisschen neugierig, ne? Die Frage ist, kommen wir so? Ja! Er ist unterrichtet. Ah, guck mal da! Da ist ein Trank. Oh Gott, wie kommt denn da rüber? Ja, so. Wasser des Lebens. Aha. Das bedeutet, wir müssen uns eindeutig noch besser umschauen. Oh. Nein. Na toll. Jetzt ist der Trank auch weg, alles klar. So, wir könnten wahlweise hier noch die aufdecken hier hinten. Und hier vielleicht noch ein Stück. Hier ist ja erstmal mit Wasser. Und sonst könnten wir nur noch diese kleinen Inseln abklappern, um zu gucken, ob da noch was ist. Und ansonsten könnten wir uns auf die große Reise begeben. Nun gut. Gibt es hier eine Abkürzung nach unten? Ich frage für einen Freund. Oh ja. Die Abkürzung ist bloß nicht so gut. Kann ich auch da hinten lang? Der hat sich bestimmt wieder an Erkältung hier mit dem ganzen Wind. Stein. Das ist so schön. Jetzt haben wir das hier eigentlich noch weiter nach oben. Nein, nein, jetzt hier nur zurück in die Höhle. In die Höhle. So, erstmal nach Hause. Nach Hause. Ah, oh nein, schon wieder so weit lang. Ach, sei ruhig. Und dann kann er eigentlich hier lang, ne?
Ja, beinahe. Sehr motiviert wieder hier runter. Bist du? Wo war der Feuerstein? Feuerstein kann man immer mal brauchen. Bist du hier? Da ist der Schlange. Ja, jetzt beruhige dich mal, Schlange. Selber locker. Mann, Mann, Mann. Diese Tierwelt aber auch. Oh. Okay, da ist ein Vogel. Und wir müssen eigentlich runter. Da ist ein Höhlendurchgang. Da kommen wir da raus. Wir sind eigentlich noch dran. Oh, war mehr was. Oh, Alter. Ah, schreckt mir doch halt. Mann, Mann, Mann. Sie aber auch haben. Jo, ja. Och Mann. Ach jetzt, ja, komm her. Kann man nur so aufdrehen, wie sein. Ja, ein bisschen Bambus mitnehmen auch. Einfach die Sicherheit. Können wir irgendwas bauen? So, den hier noch. Ja, passt. So, wo jetzt denn hier runter? Hier? Eher nicht so. Denn gehen wir hier lang. Jetzt hier auch nicht so wirklich nach dem Weg aus, wa? Nein. Njong. Halt. Nicht, dass er stolpert noch. Der hat ja so ein Talent, sich zu verletzen. Oh ne, das ist noch. Das ist hoch. Das ist ein bisschen hoch. La 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 la. Oh, wie schön. Können wir ja bald ne? Ladung machen mit dem Volk. Mit den kleinen Tierchen. Einfach mit dir rum. Einfach, weil es geht. Gibt's hier ein paar coole Kokosnüsse? Nee, ein paar Dattelnüsse. Oh, es wird wieder bewölkt hier. Ah, die Sonne kommt wieder raus. Klar. Ein umständliches Wetter heute. Lalala, 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 lalala.
er jetzt durch. So. Sollen sie mal nicht so haben. Mann, sind wir weit weg von zu Hause. Dicke Holgen. No. Triefende Nase. Ach, was? Okay. Triefende Nase, sagst du. Brauchen wir Medizin. Hammer. War ja klar. Ich hab ja gesagt, der hat sich bestimmt einen Schnuppen. Der Arme. Hast du eine Kokosnuss? Hallo Schildi, alter Kumpel. Lauf nicht so schnell. Er läuft aber auch ganz motiviert hier mit seinen Armen. Nein, sei gut. Ich hab deine ganze Familie dabei. So, dann joggen wir mal hier eine Runde nach Hause. Dann werden wir uns mal ein bisschen vor B reiten. Jo, fast geschafft. Ey. Zum Glück treibt unser Boot dann weg. Wieder zu Hause. Jetzt sollte ich mal ein Kind holen. So. Ah ja, so. Trinken des Bambus geht nicht anders. Gebratener Fisch. Oh. Die sind noch nicht gebraten. So, haben wir noch Öl und so ein Zeug. Würmchen, Papier. Gut. Öl kann hier oben. Ah ja, das ist ja voll. Ist ja auch voll? Ne. Gut, dann packen wir das hier halt. Oh, der ist auch sehr voll. Nun. So, davon zwei, davon zwei. Dann können wir noch so ein Skorpion-Ding nochmal. Was brauchen wir denn? Blatt. Haben wir eigentlich nur normale Blätter hier? Irgendwo? Ja. So, dann holen wir mal ein paar Äste.
dann lass mal schauen. Dann können wir hier die Dinge noch kaufen. Die Dinge. Die. Ah ja. Gut, das Ding. Ja, und sonst kommt man den. Zack. Nur für alle Fälle. So, zwei davon, zwei davon. Eine Bandage kann man noch brauchen. Zwei Blätter und ein Nagel. Ein, zwei. So, die Ausrüstung. Axt muss auch noch. Das Messer ist okay, was ist hier mit? Da braucht man die Arme. Davon zwei, die wir nicht haben. Okay. Was hier noch einmal? Oh man, schnell mal ein Blättchen irgendwo hier vorne. Natürlich, wenn ich das habe, das ist sonst. Okay, ich werde das jetzt mal stehen. Können wir uns eigentlich sparen, weil wir draußen die nächsten Tage. Die Stecker kommen nach draußen. Könnten wir auch noch. Ein bisschen was
essen. Ja. Ja, gut, da haben wir auch die Kiste hier. Ja, so ist jetzt die Zicken, aber dann müssen wir was trinken, was trinken wir dabei. Muss man einen Hammer holen und dann können wir mal gucken, ob wir das Schiff wieder heilen können. Ein bisschen. Ja. Halt! Und wir wollen nicht sagen. Yep. Zum Reparieren von Schiffen verwendet werden. Ermöglicht das Reparieren des Schiffes. Mann, den können wir ja nicht hier, oder? So, falls irgendwas mit dem Schiff ist, können wir auch reparieren zu können. So, der Kram ist alles. Hallo. So, machen wir hier noch zwei kleine Kleinchen. Baumstamm, ja, da würde ich auch mal her basteln hier. Irgendwas wollte ich damit bauen. So was hier wird, ne? Hohler Baumstamm. Halber Baumstamm. Ein hohlen Baumstamm damit bauen. So. Ja, zwei Jahre Zeit. Sehr schön. Die Farm können wir jetzt umfahren. Das ist ein Träumchen. So, stationärer Behälter für Flüssigkeit. Verhindert den Verlust durch Verdunsten. Das Volumen beträgt 30. Jo, das hört sich ganz gut an. Ah ja, noch. So, dann brauchen wir hier nochmal ein paar Kleinigkeiten schon rein. Dann reisen wir mal. Wieder zurück oder was? Ja, wieder zurück. Sehr schön. So, da passen jetzt 30 Einheiten.
Hinzufügen. So. Bei unserem Feuer. Da ist noch voll lieb. Vorbereitung ist alles. So, der ist voll, der ist voll, der ist voll, der ist voll, der, und der ist fast voll. So, und dann konnten wir noch eine Farm basteln, meine Freunde. Was ist das hier eigentlich? Leinenschlafsack. Leinenstoff. Bogenrahmen hier oben. Ein biegsamer Ast. Leine aus. Drei neue Rezepte. Kohlebeutel. Wirksam und langlebiger Feuerstarter. Entzündung von 100%. Überzeitbasis. Was haben wir hier noch? Tonflasche. Großer Behälter zum Transport von Flüssigkeiten. Kapazität 25. Okay. Ich sammle Äste und zwei davon. Aber hier haben wir dann die Äste angeschossen. 1, 2, 3. Wenn wir nochmal hier sind, können wir noch ein paar Sachen schön basteln, bevor wir uns hier auf den Weg irgendwo hinmachen. Nuss verbessert im Berg. Wo kann man hier? Schwacher Boden. Ressource für komplexe Herstellung kann biegsam Äste herstellen. Aber wir können jetzt doch hier Bogen sehen, ist auch da. Bogen sehen. Dafür brauchen wir Zeit auf den Hammer. Jo, dann machen wir hier nochmal ein paar Rezepte schon mal rein. Ne, halt bitte. Ja, ja. Zwei neue Rezepte. Jawohl. Ein neuer Bogen. Verfügt über verbesserte Präzision und weniger Ausdauerverlust. Zum Schießen werden Pfeile benötigt. Beim Schießen ist es besser, die Bogensehne komplett zurückzuziehen. Basis Haltbarkeit 100. Fügt pro Schuss mindestens 40 Schaden zu. Ja, also, klingt super. Verbesserte Fallen. Ja, ist schön.
1 hat er gesagt. Ne? Machen wir hier mal so ein schneller, so ein kleines Regal bauen hier. Hammer erforderlich. Achso. So. Die das hier so haben, ja. Zwölf Slots, oder? Da können wir jetzt ja wunderbar diese Bücher rüberlangen. Da, schön, guck mal. Der Belesene wieder. Oh, so einen verbesserten Bogen ist eigentlich ja keine schlechte Idee. Ja. Brauchen wir die Sehne und das Ding, was gerade angepackt hat. Das ist das. Vielleicht sollten wir den Bogen schießen nochmal eine Chance ziehen. Das hat er ja. Boom. Da haben wir auch noch ein paar Pfeile. Können wir dann so von Pfeile herstellen? Beste Federn und Knochen. Eigentlich könnten wir ja mal ein paar Knochen der Runde haben. Also 10 Stück mal mitnehmen. Ein paar Federn. Und Stöcke. So, Vorbereitung ist alles. So, die können wir einfach mal hier suchen. Ne? Na, so 10 Stück. Kann man mal machen. Gut, dann kommen die Federn dann hier. Zack. Drei Äste kommen raus. Der Hammer kommt wieder nach raus. Heute ist aber. So, die können wir hier haben. Der Hammer kommt ins Schiffchen. Yep. Hammer kommt ins Schiffchen. Axt haben wir bei, das sieht super aus. So. Essen, trinken, also stärken, aufschlafen und dann ab in der, jetzt auf die Reisen. Nee, halt, wir trinken erstmal einen Schluck. Und so Fett erstmal so runterballern. Und das hoch erstmal. Natürlich, das hat er noch. Das ist ein Standard erwartet. Haben wir hier noch irgendwas?